Wer wird Nachfolger von Lewis Hamilton bei Mercedes? Das ist eine der oft gestelltesten Fragen in den letzten Wochen. Spekulationen, Gerüchte gab es viele. Auch von vielen Formel 1 Beobachtern und Experten sind schon einige Namen genannt worden. Und gerade ihn hat man womöglich nicht so ganz auf dem Schirm. Einem Medienbericht zufolge soll es er, wir zeigen noch nicht, wer es ist, die Nachfolge von Lewis Hamilton bei Mercedes antreten. Aber jetzt verraten wir euch, wer Plan A und auch wer Plan B für Mercedes 2025 sein könnte. Los geht's. Viele spannende Fragen stellen sich aktuell in der Formel 1. Was passiert mit Günther Steiner? Kommt er nochmal in die Formel 1 zurück oder nicht? Lustigerweise auch sein Name wurde schon gehandelt, allerdings weniger mit Mercedes, sondern ausgerechnet mit Red Bull. Denn auch da ist ja die Frage, bleibt Christian Horner eigentlich Teamchef oder tut sich auch da was? Viele Fragen, die wir uns in den letzten Wochen stellen, auch wie es mit Andretti in der Formel 1 weitergeht, ob man dann 2027 oder 2028 in die Formel 1 einsteigen könnte. Denn die Formel 1 hat es ja selber, vielmehr Liberty Media, begründet, warum man jetzt, folglich 2025, noch keinen in die Formel 1 reinkommen lassen möchte als 11. Team, genauso wenig für 2026 und. Also auch da spannende Fragen, aber natürlich auch, und das ist relativ zeitnah im Verhältnis, wie sieht es eigentlich aus bei Mercedes? Wer bekommt das freie Cockpit von Lewis Hamilton? Einem Bericht von TheRace.com zufolge glaubt man fest, dass Plan A ausgerechnet nämlich er hier ist, Andrea Kimi Antonelli. Ja, ihr habt richtig gehört, das ist der 17-Jährige, der nämlich kurz vor seiner Formel-2-Saison steht, vor seiner ersten Formel-2-Saison, aber allerdings bereits schon 5 Jahre bei Mercedes hinter sich hat. Es werden viele sich fragen, ein 17-Jähriger, der noch keinerlei Formel-1-Erfahrung hat, soll ausgerechnet die Nachfolge eines 7-fachen Weltmeisters antreten? Und wenn ja, warum? Tatsächlich gibt es da auch eine ganz plausible Erklärung dafür, denn innerhalb des Teams herrscht nämlich das Gefühl, dass wiederum er der neue Verstappen ist, also Andrea Kimi Antonelli der neue Verstappen sein könnte und dass Toto Wolff ihn deshalb gerne hätte, nicht nur, weil er eben in ihm den neuen Max Verstappen sieht, sondern weil er sich bis heute noch darüber ärgert, dass man den damals 16-jährigen Max Verstappen nicht verpflichtet hat. Und was letztlich aus Max Verstappen wurde, wissen wir ja alle nur zu gut. Heute dreifacher Weltmeister. Und gerade diesen Fehler, ein großes Talent ziehen zu lassen oder vielmehr gar nicht erst zu verpflichten, diesen Fehler wolle Toto Wolff nicht noch einmal wiederholen. Das heißt also, wenn Antonelli in seiner ersten Formel-2-Saison gut abschneidet, beziehungsweise der Trend sich wiederum erkennen lässt, dass er auf jeden Fall reif für die Formel 1 sein könnte, dann bestünde eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Antonelli im nächsten Jahr Lewis Hamilton ersetzen könnte, und zwar direkt und ohne Umwege. Ja, und als es diese Bombe noch nicht gab, also dass Lewis Hamilton von Mercedes zu Ferrari wechselt, gab es für Antonelli zunächst einen anderen Plan, beziehungsweise es sollte einen anderen Plan geben. Denn ursprünglich wäre vorgesehen gewesen, dass man Antonelli 2 Jahre erstmal zu Williams, also dem Mercedes-Partner, abgibt und sich dort erstmal entwickeln lässt, bevor er dann, ähnlich wie es bei George Russell der Fall war, ihn dann direkt zum Hauptteam zum Hauptteam holt vielmehr. Und gerade eben so hat man es ja auch bei George Russell gemacht. Er hat ja seine ersten, nennen wir es mal, Gehversuche eben beim Williams-Team gemacht, schnitt da ja wirklich sehr, sehr gut ab und durfte ja auch einmal den Ersatz für Lewis Hamilton im Spiel, als dieser Corona erkrankt nämlich ausfiel und hätte beinahe nämlich da seinen ersten Grand Prix-Sieg schon feiern können, aber aufgrund eines missglückten Boxenstopps hat man dann als Team es tatsächlich hinbekommen, diesen sicher geglaubten Sieg noch zu vermasseln. Jetzt, wo klar ist, dass Lewis Hamilton im nächsten Jahr eben nicht mehr für Mercedes, sondern für Ferrari an den Start gehen wird, hat sich eben genau dieser Plan, den Mercedes ursprünglich gehabt haben soll, nun verändert.
Die Frage ist aber natürlich auch, was passiert, wenn man in diesem Jahr merkt, eben bei Antonelli in der Formel 2, dass er dem Druck eben noch nicht standhalten kann. Dann gäbe es einen Plan B und Plan B sähe dann tatsächlich Fernando Alonso vor. Und da wiederum könnte man dann für Antonelli zum ursprünglichen Plan zurückkehren, ihn zwar in die Formel 1 holen, allerdings erstmal ihn für 1-2 Jahre bei Williams seine Erfahrungen sammeln lassen, und wenn dann Fernando Alonso irgendwann die Formel 1 verlässt, er wird ja auch nicht mehr jünger, dann wäre das die Chance für Antonelli, die Nachfolge von Alonso bei Mercedes anzutreten. Und das wiederum ist natürlich auch ein guter Grund, weshalb Fernando Alonso noch nicht allzu schnell seine Entscheidung treffen sollte, wie es mit seiner Zukunft weitergeht. Denn klar ist natürlich auch, Aston Martin will ihn auf jeden Fall halten. Ja, und Fernando Alonso, das ist eine schöne Überleitung, der denkt nämlich jetzt schon an 2025. Der macht sich natürlich jetzt schon Gedanken, und auch ihm ist natürlich klar, er ist in einer sehr glücklichen Situation. Nicht nur, dass er motivierter wie eh und je ist, nein, eben das Team, also Aston Martin, will ihn unbedingt halten, aber er erkennt natürlich auch seine Chancen. Denn wir wissen natürlich auch, es gibt nur noch 3 Weltmeister aktuell in der Formel 1. Bei 2 Weltmeistern ist die Vertragslage klar. Lewis Hamilton eben frisch gewechselt oder vielmehr den Wechsel bekannt gegeben für nächstes Jahr zu Ferrari. Max Verstappen noch einen Vertrag bis 2028. Besteht also auch für ihn keinerlei Gründe, das Team jetzt schon so schnell zu verlassen, wenn er da auf jeden Fall die Perspektive hat, noch einige Weltmeistertitel zumindest mal bis zum neuen Reglement 2026 einfahren zu können. Und dass es eben 3 Weltmeister gibt oder nur 3 und 2 ja eigentlich schon, nennen wir es mal, verplant sind und nur noch ein Weltmeister übrig ist, der natürlich auch noch zugleich ja eine gute Leistung auf die Strecke zaubern kann, das ist ihm natürlich auch deutlich bewusst. Und er sagt selber, es gibt nur 3 Weltmeister in der Startaufstellung und noch dazu schnelle Weltmeister. In der Vergangenheit gab es vielleicht auch mal Weltmeister, die nicht mehr so entschlossen waren, um jeden Preis schnell zu sein. Ja, und über wen sprechen wir dabei? Natürlich um Alonso, ja, Nachfolger, also um Sebastian Vettel, der eben zuvor in dem Cockpit von Fernando Alonso nämlich saß. Und da gab es ja schon zu seiner Endzeit in der Formel 1 schon mehr als nur einmal die, nennen wir es mal, Unterstellung, dass er gar nicht mehr so wirklich richtig Lust auf die Formel 1 habe. Sprich, es fehlte ihm an Biss und vor allem auch an Speed. Und am Ende wissen wir ja, ist er ja Ende 2022 ja aus der Formel 1 ausgestiegen. Für Fernando Alonso geht es in diesem Jahr tatsächlich in sein 21. Formel 1 Jahr. Und ans Aufhören denkt der Spanier noch lange nicht. Ganz im Gegenteil, schon jetzt eben denkt er auch an die 2025er Saison. Und kein Wunder, eben viele Formel 1 Beobachter, aber vor allem auch Experten nennen, gerade was die Hamilton-Nachfolge betrifft, eben auch seinen Namen. Und mit diesem Gedanken spielt natürlich auch der zweifache Weltmeister genüsslich. Ja, und eben dadurch, dass Hamilton und Verstappen vertraglich gebunden sind, sagt er selber, bin ich der einzige Weltmeister, der für 2025 frei ist. Ich bin also in einer guten Position. Aber er hat zugleich auch versichert, dass es noch gar keinen, also überhaupt keinen, so schreibt das oder so sagt der Film ja selber auch, es noch keinen Kontakt zu Mercedes bisweilen gab. Ja, jetzt am Montag hat Aston Martin sein 2024er Auto vorgestellt, den AMR 24. Und mit diesem Auto soll es endlich gelingen, dass Fernando Alonso seinen 33. Sieg einfahren kann. Und generell wäre es ja für Aston Martin der erste Sieg überhaupt. Das hat man ja in der bisherigen Teamgeschichte ja noch nicht hinbekommen. Das Beste, was man im vergangenen Jahr erzielen konnte, war Platz 2. Eingefahren durch, richtig, Fernando Alonso. Dass sein Alter natürlich nicht gerade rückwärts läuft, sondern natürlich auch die Uhr weiterläuft, ist ihm natürlich auch klar. Sieht er aber wiederum selber nicht als Problem an und sagt, ich kann noch ein paar Jahre weitermachen, aber ich weiß nicht, ob ich bis 50 mit einem so anspruchsvollen Kalender fahren werde. Nicht wegen meiner Fähigkeiten, sondern weil es andere Dinge im Leben gibt, die mich interessieren.
Aston Martin ist natürlich auf jeden Fall gewillt, den Vertrag zu verlängern, denn hauptsächlich Fernando Alonso war es, der die meisten Punkte im vergangenen Jahr einfuhr. Und wir wissen gerade, die Entwicklung in der, oder vielmehr die Performance in der ersten Saisonhälfte 2023, die sorgte eben dafür, dass Fernando Alonso bis am Ende dann insgesamt 8-mal auf dem Podium stehen konnte und man über viele Monate hinweg, nämlich nach Red Bull Nummer 2 in der Konstrukteurswertung war. Na klar, das war natürlich auch wiederum das Pech der anderen Teams, weil man es über den Winter nicht geschafft hat, das Auto jeweils so weiterzuentwickeln, um mit Red Bull und geschweige auch um mit Aston Martin Folge leisten zu können bzw. mithalten zu können. Ja, und eben gerade dass natürlich Aston Martin gewillt ist, mit ihm zu verlängern, das ist ihm natürlich auch bekannt. Und auch Mike Krack hat sich dazu geäußert, eben jetzt am Tag der Präsentation, als man den AMR 24 hoffnungsvoll präsentierte. Und da gab es ja dann auch gleich die neuen Bilder von Alonso und auch von Lance Stroll, für den es natürlich auch diesen Jahr deutlich besser laufen muss als noch im letzten Jahr. Denn 2023 war wirklich ein doch sehr schwaches Jahr von Lance Stroll. Gab ja wirklich nicht nur auf der Rennstrecke viele Situationen, wo er da überhaupt nicht mit Alonso Schritt halten konnte. Und dadurch zeigte natürlich auch sich oder entwickelte sich vielmehr auch diesen Frust immer mehr bei Lance Stroll. Und das eskalierte ja dann so weit, dass es ja dann auch eine Handgreiflichkeit gegenüber seinem Physio gab. Und das ist ja auch eine Situation, die man nicht alle Tage in der Formel 1 erlebt. Mike Krack jedenfalls am Rande der Teampräsentation für 2024 hat sich mit den Worten über die Zukunft Alonsos mit eben wie folgt geäußert. Wir haben eine Beziehung, die auf Vertrauen und Offenheit basiert. Wir würden uns freuen, mit Fernando bis 2025 und in den Jahren danach zusammenzuarbeiten. Ja, und man hat seitens der anwesenden Journalisten natürlich auch die Gelegenheit gleich mal genutzt, um mit Fernando Alonso mal über seinen Kontrahenten Lewis Hamilton zu sprechen. Und man wollte auch mal wissen, wie eigentlich so seine Reaktion war, als er davon erfahren hat, dass Lewis Hamilton eben im kommenden Jahr nicht mehr für Mercedes, sondern für die Scuderia Ferrari antreten wird. Und gerade Alonso weiß natürlich am besten, wie das Team funktioniert, denn auch er fuhr natürlich einige Zeit für die Scuderia Ferrari. Und auch wenn es für ihn am Ende nicht mit einem Titel endete, so blickt er doch, kann man auch sagen, ein wenig mit Stolz zurück. Aber jetzt erstmal zu Lewis Hamilton, und da hat sich Alonso eben auch da so ein bisschen überrascht gezeigt. Er wurde von dieser Meldung, die da kam, eben auch kalt erwischt, und seine erste Reaktion war folgende: Ich habe an dem Tag trainiert und den ganzen Stress, den alle verbreitet haben, verpasst. Ich habe die Nachricht einen Tag später mitbekommen. Ich werde nicht lügen, es war eine Überraschung. Nicht unbedingt wegen des Wechsels an sich, aber von außen hat es so gewirkt, als ob er sehr eng mit Mercedes verbunden und sehr loyal zu ihnen ist. Das ist ja auch das, was man Lewis Hamilton so ein Stück weit, kann man sagen, vorwirft. Denn es liegt doch nicht allzu lange zurück, da muss man nur bis in den letzten Herbst gehen, als es die Gerüchte um einen möglichen Ferrari-Wechsel schon gab. Er das noch wirklich mit den Worten so abgetan hat, dass er sein Karriereende bei Mercedes sehe und eben auch dem Team sehr loyal verpflichtet sei. Ja, und das hat eben auch Fernando Alonso nochmal erkannt. Die Gründe selber für den eigentlichen Wechsel kennt natürlich auch Fernando Alonso nicht und hat Folgendes dazu gesagt: Ich weiß wirklich gar nichts, deswegen müsste man ihn fragen. Ich habe auch nicht viel Zeit damit verbracht, darüber nachzudenken. Trotzdem hat er es sich nicht nehmen lassen, seinem Kontrahenten eine kleine Spitze mit auf den Weg zu geben. Wir wissen, Lewis Hamilton hat ja in seinem Statement, in seinem langen Statement davon gesprochen, dass es ein Kindheitstraum für ihn gewesen sei, zu Ferrari zu wechseln, beziehungsweise eines Tages mal für Ferrari zu fahren. Und gerade dieses Wort, Kindheitstraum, das hat ein bisschen bei Alonso für Irritationen gesorgt und hat das mit folgenden Worten grinsend kommentiert: Vor 12 Monaten war es noch nicht sein Kindheitstraum, oder? Oder auch vor 2 Monaten, weil er da noch einen anderen Traum hatte. Ja, und einen anderen Traum, das war eben diese Loyalität Hamiltons, diese scheinbare Loyalität Hamiltons in Richtung Mercedes.
Es wirkt so, als würde Hamilton auch weiterhin an Mercedes glauben und es auch mit Mercedes schaffen wollen, wieder zurück an den Erfolg zu kommen. Denn die letzten zwei Jahre, wir wissen es, 22, 23, da lief gar nichts. Die ein oder andere Pole gab es mal 2023, aber der letzte Sieg Hamiltons war Saudi-Arabien 2021. Und der letzte Mercedes-Sieg, der war 2022 beim Großen Preis von Brasilien. Allerdings, ja, diesen Sieg, den hatte nicht Lewis Hamilton, sondern George Russell eingefahren. Ja, trotzdem wünscht er Lewis Hamilton alles Gute für seine Zeit bei Ferrari und sagt, ich hoffe, er genießt die Erfahrung. Ich finde, das ist ein sehr besonderes Team. Und es ist noch besonderer, wenn man gewinnt. Das ist auch das Ding, du musst gewinnen. Ja, das wird weniger wahrscheinlich an Lewis Hamilton liegen, vielmehr an Ferrari, was man dann letztlich ihm für ein Paket hinstellen werde. Sprich also, ob er konkurrenzfähig ist. Es wäre natürlich ja, letztlich eine absolute Niederlage, wenn man sich vorstellen würde, Mercedes 2025 zurück auf der Erfolgsspur und würde um den WM-Titel mitfahren oder ihn gar auch noch gewinnen können und Ferrari würde nichts ausrichten können, dann wäre das doch ein Moment, wo man sich vielleicht fragen müsste, ob er den Wechsel, Kindheitstraum hin oder her, nicht vielleicht doch bereuen würde. Aber das ist reine Spekulation. Wir sind jetzt ja noch nicht mal in der Formel 1, so 2024. Vielmehr hat sie noch nicht begonnen. Demzufolge liegt auch sein Augenmerk erstmal auf der letzten Saison, die er da bei Mercedes verbringen wird. Und dann wird sich dann im nächsten Jahr entscheiden oder vielmehr dann auch erkennen lassen, ob der Wechsel die richtige Entscheidung war oder möglicherweise doch nicht. Denn aus einem Kindheitstraum kann auch ein Kindheitsalbtraum werden. Aber das ist eine Sache der Zukunft. Was sind eure Gedanken zu den Aussagen von Fernando Alonso? Wäre er eine gute Nachfolge tatsächlich für Lewis Hamilton oder dann tatsächlich doch Andrea Kimi Antonelli, der 17-Jährige? Kann man in ihm vielleicht schon das sehen, was vielleicht Toto Wolff glaubt in ihm zu sehen, also sprich der neue Max Verstappen? Oder glaubt ihr, einen Max Verstappen, so wie er damals war und wie er heute ist, der ist eigentlich fast schon einmalig, da gibt es keinen neuen Max Verstappen? Eure Gedanken gerne mal in die Kommentare, diskutiert gerne untereinander über dieses Thema und vielleicht auch noch eure Einschätzung, was glaubt ihr, könnte das möglicherweise zu einem Albtraum werden für Lewis Hamilton bei Ferrari, wo er sich dann vielleicht schon Mitte nächsten Jahres zurück zu Mercedes sehnt? Schreibt es gerne in die Kommentare und dann sage ich erstmal danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal an dieser Stelle. Macht's gut und tschüss.